So, oh, upsi, ihr habt nichts gesehen. Rasengan beherrschen lernen. Narutos Kampf mit Tsunade gipfelte in einer Wette über das Rasengan. Könnte er dieses Jutsu innerhalb einer Woche meistern, wäre er der Sieger, wenn nicht, hätte Tsunade gewonnen. Naruto, der niemals einer Herausforderung ausweicht, steckte all seine Energie in das Baumklettern-Training. Hast du auch mal andere Trainingsmethoden? Als ob man nur Baumklettern muss, deswegen. Sie sagt, sie würde zugeben, dass ich eines Tages Hokage werden könnte, falls ich das Rasengan innerhalb einer Woche beherrsche. Na gut, in Ordnung. Ich werde das Rasengan auf jeden Fall meistern und dieser Oma etwas zum Nachdenken geben. Also dann, als erstes muss ich mit dem Training der Chakra-Kontrolle beginnen. Schon wieder. Rasengan. Nein. Ich laufe nicht wegen einem Baum. Ich versuch's zumindest. Nix da. Das ist jetzt zwar knapper als mir lieb ist, aber noch läuft's. Keine Boosts mehr hier, was soll das denn? Okay. Da habe ich ja verkackt. Lief nicht so gut, aber egal. Jetzt. Tsunade öffnet ihre Augen. Okay. Warte, wir machen noch eine Mission. Ein großer Kampf mit Gamma Bunta. Gamma Buntas Sohn, Gamma Kishi, war in Gedanken verloren und ging irgendwo hin. Suche ihn so bald wie möglich. Also, wir müssen jetzt quasi nochmal gegen Gamma Bunta kämpfen. Und das ist so eine Art Flashback. Oh, ich gehe völlig falsch. Ah, ich sehe schon. Oh, Naruto, was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich habe gehört, die Riesenkröte sucht nach dir. Papa? Du hüpfst besser zu ihr. Wo wir gerade von meinem Vater sprechen, du hast einmal im Duell gegen ihn gekämpft, richtig? Oh, ja, wo du es gerade erwähnst, das habe ich. Wie ist es gelaufen? Da du noch lebst, bedeutet das wohl, dass du gewonnen hast. Tja, ich bin am Ende bewusstlos geworden, daher ist alles ein bisschen verschwommen. Aber ich glaube... Erinnerung an eine schwere Schlacht, ein großer Kampf mit Gamma Bunta. So, ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher als in der Story. Ich glaube, ich will auch schon weniger leben als in der Story.
Und gleich kommt noch der letzte Riesenkampf im Spiel. Habe ich fast vergessen. Aber der Kampf geht noch. Oh. Ich dachte, weil das so geblinkt hat, kommt jetzt ein Quicktime-Event. Ja, jetzt aber. So, die Quicktime-Events werden hier relativ schwierig mit den Sachen, die man drücken muss. Von daher kann das ziemlich in die Hose gehen. Okay, ich dachte, da kommt noch was, aber ging alles gut. Weil man sagt, ich bin ohnmächtig geworden, er pennt einfach rein. Und im Anime war den ganzen Tag da oben drauf, wir müssen so bis in die Nacht hinein. Aber hier, es ging einfach nur 5 Minuten. Ich hatte Glück und konnte einen Treffer landen. Quark, du konntest wirklich einen Treffer beim Vater landen? Das ist beeindruckend. Haha, tja, seitdem hat mir die Riesenkröte geholfen, darüber bin ich wirklich froh. Obwohl Meister-Schüler-Beziehungen gewöhnlich nicht so funktionieren. Du bist ein interessanter Typ. Glaubst du? Es ist selten, dass Papa einem niemand wie ihm hilft. Du hast eine große Zukunft vor dir. Das von dir zu hören heißt schon was, nehme ich an. Danke. Nehme ich an. So, weiter im Takt. Tsunade öffnet ihre Augen. Der Grund für Tsunades Weigerung, Hokage zu werden, war die Abmachung, die Orochimaru ihr unterbreitet hatte. Sie erkannte jedoch ihren Irrtum, wies Orochimarus Abmachung zurück und feuerte Orochimaru und seinen untergebenen Kabuto zum Kampf. Hm. Endlich weiß ich, warum Tsunade sich so verhalten hat. Sie hatte ein geheimes Abkommen mit Orochimaru, aber sie sah ihren Irrtum ein, lehnte das Abkommen ab und wird gegen Orochimaru und Kabuto kämpfen. Großmutter Tsunade, halte durch, bis wir bei dir sind. Oha. これで終わりだよ。よし。うら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 。
klang Griff. So, jetzt kommt Rasengan und danach kommt der Endfight der Saga, wo Gamma Bunta, Katsuyu und Manda aufeinandertreffen. Ein Wirbel-Rasengan explodiert. Naruto und seine Freunde erreichten den Schauplatz des Kampfs und wandten die Sache zu ihren Gunsten. Naruto nahm sich Kabuto vor und indem er sein Rasengan im Kampf verwendete, konnte er es endlich perfektionieren. Spoiler. Wir holten Großmutter Tsunade ein und trafen auf Orochimaru und Kabuto. Wie können sie es wagen? Sie haben Großmutter Tsunade eine Niederlage bereitet. Während der perverse Weise es mit Orochimaru aufnimmt, stelle ich mich Kabuto, aber er ist wirklich stark. Trotzdem, ich darf nicht verlieren. Für Großmutter Tsunade und mein Nindo. Ich werde diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen. So, wie wir diesen Kampf gewinnen, ist glaube ich klar, mit welchem Jutsu. Mein Kabuto ist echt ein Kotzbrocken. Juch, hat er mich weit gekickt. Aber jetzt können wir auch das Rasengan. So, jetzt zeige ich euch mal, wofür man das Rasengan nämlich auch im Free Roam benutzen kann. Man hat ja diese Dinger, wo man die Kisten rausstellen kann, diese Schalter. Aber es gibt manchmal auch diese versiegelten Türen. Und bei denen macht man Folgendes. Jetzt hat man ja auch Items. So einfach geht es.